Ja, willkommen zurück zum Tutorial. Wir befinden uns nach wie vor noch auf Reiseflughöhe, nämlich auf 28.000 Fuß. Unser letzter Navigationspunkt auf dieser Höhe ist 10 nautische Meilen voraus. Das heißt, wir beginnen dann zu sinken. In der Zwischenzeit habe ich eigentlich nichts anderes verändert, als die Reisegeschwindigkeit auf 330 Knoten zu erhöhen. Das entspricht einer Geschwindigkeit über Grund von 521 Knoten. Warten wir noch den Navigationspunkt auf 28.000 Fuß ab. Dann beginnen wir mit dem Sinkflug. Und wir werden dann ein bisschen mit der Geschwindigkeit zurückfahren. Das können wir eigentlich gleich machen. Oder warten wir ab, ganz kurz. 0,5 Meilen noch. Und er springt um auf 4000. Fuß. So, ich reduziere die Geschwindigkeit auf 250. Die Sinkrate mit 3200 Fuß pro Minute ist jetzt ein wenig hoch. Das liegt daran, dass wir ein bisschen zu flott unterwegs sind. Sehen wir uns einmal von außen den Neigungswinkel der Maschine an. Ja, ein wenig sportlich, aber für dieses Tutorial ausreichend. Beziehungsweise um den Effekt im Tutorial zu erklären, völlig ausreichend. So, wir haben jetzt noch knapp 60 nautische Meilen vor uns, bis zum NDP-Punkt Steinhof. Das seht ihr hier. Liegt dann auf 4000 Fuß Höhe. Und in ca. 6 Minuten werden wir eintreffen. Wir können in der Zwischenzeit bereits die Auto-Brakes aktivieren. Können wir jetzt testweise mal auf maximal stellen. Das heißt, das Flugzeug wird die Geschwindigkeit automatisch reduzieren. Beziehungsweise das Flugzeug wird die Bremsen ab dem Punkt des Aufsetzens sofort mit höchster Bremswirkung aktivieren. In der Zwischenzeit werden wir gleich die Frequenz des Landekurssenders einstellen, weil wir haben vor, in diesem Tutorial mit ANS zu landen. Das heißt, die komplette Landeprozedur wird dann vom Flight Director ausgeführt. Ist auch notwendig bei kaum Sicht, bei sehr nebeligen Verhältnissen oder extremen Schlechtwetter, wo man die Landebahn nicht in Sichtweite hat, gibt es leider keine andere Möglichkeit, als den Vogel mit dem automatischen Landesystem sicher zu landen. Wir sind dann doch etwas zu flott unterwegs, nämlich mit 340, deswegen werden wir jetzt die Speed Brakes, sprich die Luftbremse, aktivieren. Das sieht man dann von außen. Schauen wir uns das einmal von dieser Perspektive an. Das sind diese Klappen hier. Das ist die Speed Brake. Die können wir ruhig noch ein bisschen stärker ausfahren. Sieht man dann hier, die Speed Brakes sind komplett ausgefahren. Und die Maschine, wie ihr hier erkennen könnt, wird dann doch deutlich langsamer. Ist jetzt nicht unbedingt der Realität entsprechend, eine Descent Rate von 3200 Fuß in der Minute, das ist dann doch etwas sportlich, aber wie bereits erwähnt, für die Erklärung des Autopiloten vollkommen ausreichend,
Passagiere sind keine an Bord, somit brauchen wir keine Beschwerden befürchten. Wir sehen jetzt bereits die eingedrehte Geschwindigkeit von 250 Knoten. Ist hier in der Geschwindigkeitsanzeige erkennbar, eingedreht auf 250. Erkennbar durch diesen violetten Pfeil. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Geschwindigkeit abzubauen, bis wir die eingedrehten 250 erreicht haben. Ja, ihr habt dann noch zusätzlich hier die unterschiedlichsten Kontrollleuchten und wie ihr sehen könnt, die Speedbrakes sind aktiviert und durch dieses Lämpchen gekennzeichnet. Ja, wir haben noch 4 Minuten bis zum Ende B-Punkt Steinhof. Wir können jetzt schön langsam die Landelichter einschalten, wie bereits im vorigen Tutorial bzw. im vorigen Teil des Tutorials erwähnt, ab 10.000 Fuß ungefähr die Landelichter aktivieren. Können wir bereits jetzt durchführen. 11.300 ist okay. So, wir haben jetzt noch 5000. Wir könnten prinzipiell mit der Vertical Speed ein bisschen hinaufgehen. Dass die Neigung nicht so extrem ist. Ausreichend Zeit haben wir. 3 Minuten mal minus 2000 sind minus 6000 pro Minute. Wir befinden uns auf 8,8, müssen aber nur 4, somit haben wir ausreichend Bewegungsspielraum. Wir können jetzt die Speed Brake wieder herausnehmen. Ich habe sie jetzt gleich auf Armed gestellt, also geladen. Das bedeutet, dass das Flugzeug, sobald es auf der Landebahn aufsetzt, die bereits vorhin erwähnten Speed Brakes auf den Tragflächen komplett ausfährt. Also wie gesagt, Speedbrakes jetzt komplett laden, das ist hier erkennbar, steht armed, das könnt ihr hier, komplett nach vorne auf armed. Wie gesagt, Autobrakes auf maximal und eigentlich könnten wir gleich den ILS-Sender einstellen. Wir werden auf der Landebahn 11 aufsetzen. Landebahn 11 hat eine Frequenz von 110,3, das werden wir hier gleich eindrehen. Allerdings ist das jetzt die Standby-Frequenz, das heißt, diese wird vom Autopiloten bzw. Flight Director nicht berücksichtigt. Erst durch Tastenklick hier wird sie vom Standby-Modus in den aktiven Modus übertragen, was bei uns aber ohnehin schon der Fall war. So, die ILS-Frequenz ist gesetzt. Und ich melde mich in Kürze wieder, sobald wir den Knoten Steinhof erreicht haben.